Wir sind in der Müserstraße in Derne, eine Spielstraße. Diese verkehrsberuhigte Zone hatten Bürgerinnen und Bürger beim Ordnungsamt gemeldet und darum gebeten, dass hier kontrolliert wird. Ich richte hier eine Messstelle ein, um den verkehrsberuhigten Bereich zu kontrollieren. Damit der Blitzer auch richtig funktioniert, muss er vor Ort eingerichtet werden. Also misst Daniel Kraftschick die Abstände und stellt die Höhe ein. Maximal 7 Stundenkilometer sind hier in einer Spielstraße erlaubt. Geblitzt wird allerdings erst ab 16 Stundenkilometern. Und in dem roten Bereich hier zwischen 50 und 25 Metern wird dann die Geschwindigkeit ermittelt. Und falls die Betroffene dann zu schnell ist, kriegt er leider ein Foto. Heute wird hier nicht so schnell gefahren. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass das Ordnungsamt häufig hier war. Auch Anja Kamis und Mario Distelhut sind im Rahmen der Schwerpunktkontrollen unterwegs. Sie konzentrieren sich auf die Falschparkenden. Rund 60 Spielstraßen werden innerhalb von 2 Wochen von der Stadt kontrolliert. Gemeldet wurden sie alle von Bürgerinnen und Bürgern. Also wir sind eigentlich seit Anfang der Woche hier in diesem Gebiet schon tätig, in 2 Schichten. Also die Gegenschicht wird hier auch gleich nochmal kontrollieren. Und das merkt man, dass sich das hier schon sehr gut gebessert hat gegenüber Montag, wo wir angefangen haben. Im besten Fall behindern Falschparkende nur. Im schlimmsten Fall verdecken sie die Sicht auf spielende Kinder. Eine echte Gefahr. Deswegen haben die beiden hier auch keine andere Möglichkeit, als ein Verwarngeld zu verhängen. Dabei geht es ihnen nicht darum, besonders viele Knöllchen zu verteilen, sondern Bewusstsein zu schaffen. Deswegen kommt zusätzlich ein Infoflyer hinter die Scheibenwischer. Und das wirkt. Also wenn wir Anfang der Woche noch mit 7, 8 Verwarnungen hier rausgegangen sind, dann waren es gestern, so wie heute, mit einer Verwarnung, die wir ausstellen mussten, natürlich wesentlich weniger. Die Flyer als Zusatz zum Knöllchen sind gerade bei diesen Schwerpunktkontrollen eine gute Wahl. Denn auch in Spielstraßen sind Verkehrsteilnehmende immer rücksichtsloser geworden. Weil die Rücksichtnahme halt rückläufig ist und das Verständnis für andere rückläufig ist, spiegelt sich das auch in dem Verhalten im verkehrsberuhigten Bereich wieder. Und dieser Flyer soll halt nochmal sozusagen ein Stück weit sensibilisieren, dass es hier halt erforderlich ist, gegenseitige Rücksichtnahme zu üben. Bisher mit gutem Erfolg. Die kontinuierliche Präsenz zeigt in aller Regel positive Wirkung. Allerdings meist nicht dauerhaft, also werden die nächsten Schwerpunktkontrollen mit Sicherheit folgen.